Hallo und einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Wir sind heute wieder für Sie da. Wir freuen uns, dass Sie alle eingeschaltet haben. Heute dann doch wieder zur späteren Uhrzeit. Ich glaube, das ZDF ist sich nicht so richtig sicher, ob Sie uns als Konkurrenz haben wollen oder nicht. Wir sind heute wieder für Sie 19 Uhr am Start und freuen uns, dass wir heute über die zweite große Säule des IPC, nämlich die Bedarfsachse, die Bedarfsadaptation, reden dürfen. Also heute wirklich in die Mundgesundheitsschiene wirklich mehr reingehen, uns da jetzt auch an vielen Sachen orientieren, die für Sie klinisch und praktisch relevant sind. Mein Name ist Gerhard Schmalz und mit mir zusammen heute wieder mein Freund und Kollege Dirk Ziebolz. Herzlich willkommen. Ja, Gerhard, vielen herzlichen Dank. Auch Ihnen ein herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind bei unserer Fortsetzung zum IPC oder auch anders zur individuell präventiven Betreuung. Mein Kollege hat es schon gesagt, heute beschäftigen wir uns mit der Bedarfsadaptation. Das heißt also wirklich der Beurteilung und auch Berücksichtigung der Mundgesundheit, der Mundgesundheitserfahrung und der Versorgung unserer Patienten. Und ich möchte auch nochmal in diesem Zusammenhang einsteigen, warum das wichtig für uns ist, dass wir nach der sehr intensiven und sehr ausführlichen Betrachtung der allgemeinanamnestischen Faktoren heute wieder auch zurückgehen zur Mundgesundheit. Denn natürlich dreht es sich bei unseren bewährten Präventionskonzepten, die wir haben, als auch beim IPC natürlich vor allen Dingen darum, dass wir natürlich auf der einen Seite Mundgesundheit erhalten wollen, aber auf der anderen Seite natürlich bereits vorerkrankte Patienten präventiv bzw. therapeutisch langfristig in stabile, entzündungsfreie oder kariesinaktive Phasen überführen wollen. Und genau darin kranken letztendlich die bekannten Konzepte, so wie wir Ihnen das auch beim Anfang unserer ganzen Reihe gezeigt haben. Nehmen wir nämlich über UPT sprechen, was viele benutzen, um heute Patienten präventiv zu betreuen, oder die UIT, also die unterstützende Implantattherapie, oder gar Recall benutzt werden, bei dem man gar nicht so richtig weiß, was bedeutet das jetzt eigentlich, bedeutet, dass der Patient einfach wiederkommt, was ist der Inhalt eigentlich einer Recall-Sitzung, oder eben die allbekannte GBT, die sich gar nicht mal als Schwerpunkt einer Erkrankung oder einer Erkrankungsgruppe widmet, sondern das Biofilm-Management oder die Biofilmkontrolle mit entsprechenden Geräten in den Mittelpunkt stellt. Und all denen ist irgendwas eben abhanden gekommen aus unserer Perspektive. Es ist nämlich abhanden gekommen, dass der Patient in den Mittelpunkt steht. Denn die unterstützende Parodontitis-Therapie legt eine Erkrankung in den Mittelpunkt oder Erkrankungen, die Parodontalerkrankung, Gingivitis und Parodontitis, und vergisst dabei, dass letztendlich auch andere Risikofaktoren oder andere Risiken vorliegen können, wie wir Ihnen heute zeigen werden, die mit berücksichtigt werden müssen und daher eben eine erkrankungsspezifische Betrachtung von Prävention heute nicht zeitgemäß erscheint. Noch dramatischer aus meiner Sicht fast ist, dass bei der UIT, bei dem ein spezieller Versorgungszustand, in dem die Implantate in den Präventionszyklus geraten, das heißt, wird überhaupt nicht mehr berücksichtigt, hat der Patient möglicherweise noch Zähne, hat er auch Zahnersatz, der damit berücksichtigt wird. Also nur ein Versorgungszustand der Implantate wird hier in die unterstützende Implantattherapie implementiert. Auch das scheint sehr einseitig zu sein. Auch hier geht eigentlich die Komplexität, die ein potenzieller Implantatpatient eigentlich mit sich bringt, abhanden. Wie gesagt, was Recall letztendlich bedeutet, wissen wir nicht so genau. Deswegen kann man das überspringen. Und die GBT, wie gesagt, ist die Technik. Und man muss heute sagen, allen geht der Patient verloren. Und die Komplexität, die ein Patient mit sich bringt, ist eben vielschichtig. Das konnten wir Ihnen, denke ich, in unserem ersten Kick-off der Tutorial-Reihe ganz gut zeigen. Wir konnten Ihnen aber zeigen, dass es eben zwei Säulen gibt, die wichtig sind. Und die zwei Säulen haben wir eben als Risikoprofil und Bedarfsprofil besprochen. Und deswegen müssen wir diese auch intensiver letztendlich in eine patientenorientierte Betreuung inkludieren. Und heute wollen wir uns mit dem Bedarf letztendlich beschäftigen. Und auch hier nochmal rückblickend auf unser erstes Tutorial. Was bedeutet jetzt speziell das Bedarfsprofil? Wie können wir da die Verknüpfung am idealsten hinbringen? Und wir haben das mal versucht, nochmal hier aufzugreifen. Das heißt, wir haben beispielsweise eben diagnostisch gesehen eben einen Implantatpatienten, bei dem wir natürlich auch parodontale Parameter erfassen müssen, um eine Diagnose zu stellen zu können. Haben wir also ein gesundes Implantat, haben wir eine periimplantäre Mukositis
und oder bereits schon eben auch eine Periimplantitis. Und das kann man letztendlich nicht durch reine Blickdiagnostik machen. Man sollte hierfür spezielle Instrumente verwenden, wie beispielsweise eine kunststoffbasierte Millimetersonde. Dieses muss dann im Prinzip eben in die individuell präventive Betreuung, in den IPC-Zyklus bereits bei der Diagnosestellung berücksichtigt werden. Auf der anderen Seite haben wir komplexen Zahnersatz. Und dieser komplexe Zahnersatz muss letztendlich in der Instruktion und Motivation für den Patienten pflegbar gemacht werden, auf der einen Seite von uns, aber auf der anderen Seite müssen wir auch zeigen, wie er die Dentalpflege, die Interdentalpflege betreiben kann, welche Instrumente er benutzen kann, um seine häusliche Mundhygiene adäquat zu betreiben. Auf der anderen Seite wiederum, wenn wir den Zyklus weitergehen, bedarf es möglicherweise in Abhängigkeit von den Versorgungen, ob wir Implantate haben, herausnehmbar festsitzenden Zahnersatz, spezieller Instrumente, wie hier abgebildet sind, spezielle Instrumente für die Implantatreinigung, die eingesetzt werden müssen und dementsprechend auch einen Einfluss darauf haben, wie wir unsere Präventionssitzung planen und auch in der Struktur am Ende umsetzen. Es kann entscheidend sein, dass wir in Abhängigkeit von Vorerkrankung oder Versorgung adjuvante Applikationen von beispielsweise Chlorhexidin- oder Fluoridprodukten einwenden können und abschließend natürlich in Abhängigkeit vom Versorgungsgrad, Erkrankungslast natürlich auch die Nachsorge entsprechend planen. Und das zeigt also, dass wir wirklich einen gleichwertigen Partner haben, neben der Anamnese und dem Risikoprofil, der praktisch ebenso wichtig ist und in der individuell präventiven Betreuung des IPC Berücksichtigung finden muss. Auf was für Säulen beruht nun die Bedarfsklassifikation? Und wir haben letztendlich drei Säulen identifiziert bei der Bedarfsklassifikation, die sich auf der einen Seite auf die orale Erkrankungslast oder Vorerkrankung des Patienten beziehen, die natürlich im optimalsten Fall möglicherweise gar nicht vorliegt. Das heißt, also der mundgesunde Patient, den wir natürlich auch präventiv betreuen wollen. Aber auf der anderen Seite natürlich klassischerweise Kariesvorerkrankung, Parodontitis-Vorerkrankung, Erkrankung möglicherweise mit nicht kariös bedingten Zahnarztsubstanzdefekten, denken Sie also an einen Abrasions-, Attritions-, Erosionsgebiss, natürlich die Vielschichtigkeit von Mundschleimhauterkrankungen und nicht zu vergessen auch funktionelle Aspekte, die natürlich im Hinblick auf den oralen Erkrankungszustand eine gewisse Manifestation oder auch einen Einfluss haben können. Auf der anderen Seite, eine zweite Säule sind die Versorgungen, die ein Patient mit sich bringen kann, die im Wesentlichen natürlich auch sich auf den Zahnersatz beziehen, ob das festsitzend ist, herausnehmbar, nur Füllungen, also direkt oder indirekt, mit Implantaten, ohne Implantate, aber natürlich auch die Kombination aus all diesen Möglichkeiten und nicht zu vergessen, und das ist ganz wichtig, bezieht sich natürlich auch die individuell präventive Betreuung auf Patienten, die potenziell kieferorthopädische Apparaturen haben, um dort auch präventiv natürlich die Patienten zu unterstützen und bedarfsgerecht zu erkennen, in welchen Bereichen hier der Patient eine Unterstützung braucht, beispielsweise der häuslichen Mundhygiene und oder bei der Applikation vor allen Dingen auch von Adjuvantien. Und nicht zuletzt, und das ist eine ganz wesentliche Basis, besteht natürlich die Bedarfsklassifikation aus der Erfassung aktueller Befunde. Und das bedeutet natürlich genau das, was wir in der Praxis natürlich auch täglich machen, die Karies- und Füllungsstaaten zu erheben, um zu schauen, haben wir aktuell behandlungsbedürftige kariöse Läsionen, haben wir eine parodontale Behandlungsbedürftigkeit und oder müssen wir möglicherweise die parodontale Stabilität überprüfen, indem wir einen ausführlichen Parodontalstatus erheben. Dazu gehört natürlich auch möglicherweise eben die Erfassung von entsprechenden Erosionsparametern. Aber insbesondere, und das erscheint auch wichtig zu sein, ist heute eben die Beurteilungsparameter für die häusliche Mundhygiene. Das heißt eben Entzündungsindizes, die wir heute gut verwenden können. Klassischerweise beispielsweise der PBI oder eben der SBI zum Beispiel oder eben Plaque-Indizes, die Biofilmakkumulation und damit eben die Mundhygienefähigkeiten des Patienten bewerten können, um uns zielgerichtet dabei zu helfen, dem Patienten Defizite aufzuzeigen, um dort letztendlich akkurat nacharbeiten zu können. Und aus diesem Portfolio an Informationen, also aktuellen Befunden, dem Versorgungszustand des Patienten
und der oralen Vorerkrankungslast der Patienten ergibt sich ein individuelles Bedarfsprofil des Patienten, was sich dann wiederum natürlich in den einzelnen Bausteinen der strukturierten Präventionssitzung des IPC widerspiegeln. Und die Frage ist natürlich für uns, können wir die bereits bekannte Risikoklassifikation des Ampelsystems, also mit geringem Risiko, moderatem oder hohem Risiko, versuchen, auf diese drei Säulen zu adaptieren. Ja, und Sie sehen ja auch, wenn Sie sich erinnern an das letzte Mal, wo wir die Anamneseinformationen versucht haben, dort aufzudröseln, das war ja auch unwahrscheinlich komplex. Und ähnlich verhält sich es praktisch mit diesen mundgesundheitsbezogenen Aspekten. Ja, wenn man das sich anschaut, gibt es ja doch nicht nur eben Karies und Parodontitis, auch wenn uns das natürlich am häufigsten begegnet. Es gibt eben doch auch gerade diese nicht kariösen Zahnhartsubstanzdefekte ja zunehmend, auch Mundschleimhauterkrankungen, Kiefergelenk und die Vielfalt an Versorgungszuständen, die Patienten haben können. Das ist auch etwas, was man in der Praxis ja schnell erfassen muss. Und auch hierfür müssen wir diese Bedarfsklassifikation nochmal aufschlüsseln. Wir haben, erinnern sich bestimmt, beim Risikoprofil das Komplikations- und Erkrankungsrisiko gehabt. Und genauso haben wir hier bei der Bedarfsklassifikation auch wieder zwei verschiedene Risiken. Nämlich einmal ein Entstehungsrisiko, wo wir also die Neuentstehung oraler Erkrankungen adressieren. Also wie hoch ist das Risiko, dass sich an einer gesunden Zahnoberfläche eine Karies entwickelt? Wie hoch ist das Risiko, dass sich bei einem parodontal gesunden Patienten eine parodontale Erkrankung entwickelt und manifestiert? Das ist die eine ganz wesentliche Säule. Und der zweite Teilaspekt ist das Progressionsrisiko. Das heißt, ein bereits vorhandener Erkrankungszustand schreitet voran. Und wenn Sie jetzt sich zum Beispiel die UPT überlegen als Präventions- oder Therapiestrategie, dann adressiert die primär das Progressionsrisiko der vorliegenden Parodontitis, adressiert aber nicht ein Entstehungsrisiko anderer oraler Erkrankungen. Weil habe ich zum Beispiel eine starke parodontale Rezession, wir werden das gleich nochmal sehen, habe ich eben auch eine exponierte Wurzeloberfläche, die ein Entstehungsrisiko für die Neuentstehung einer kariösen Läsion hat. Und für diese beiden Teilaspekte des Bedarfsprofils können Sie wieder ziemlich eindeutig diese drei Klassen auch einteilen, also geringes Risiko, praktisch kein erhöhtes Risiko für die Neuentstehung einer oralen Erkrankung beziehungsweise beim Progressionsrisiko für die Progression. Wenn Sie ein moderates Risiko hier haben, entsprechend den Bedarf, dann haben Sie dort die Möglichkeit, dass eine Erkrankung entsteht oder voranschreitet. Und bei der Hochrisikokategorie ist es mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit verknüpft. Das bedeutet, wenn ich bei diesem Patienten das Entstehungsrisiko nicht adressiere, zum Beispiel für eine Wurzelkaries, der schon eine Initialläsion hat, dann verpasse ich dort was. Dann habe ich dort keine Chance und meine Prävention wird nicht erfolgreich funktionieren. Und diese drei Klassen, dieses Ampelsystem, was Sie schon von der Risikoklassifikation kennen, kann man eben entsprechend dieser beiden Facetten des Risikos auf die Bedarfsadaptation nahezu eins zu eins transferieren, sodass wir in der Gesamtbetrachtung vier Risiken ja beim Patienten betrachten. Das werden wir beim nächsten Mal nochmal adressieren, die beiden aus dem Risikoprofil, Komplikations- und Erkrankungsrisiko, und die beiden eben jetzt, um die es heute geht, aus dem Bedarfsprofil, das Entstehungs- und Progressionsrisiko. Und um Entstehungs- und Progressionsrisiko für die verschiedenen oralen Erkrankungen und Zustände abschätzen zu können, müssen Sie sich zwei Kanälen bedienen. Das ist zum einen die spezielle Anamnese und das ist zum anderen Ihre klinische Diagnostik, die Sie machen in der Praxis. Und zwar individuell angepasst in jeder Sitzung. Da werden wir jetzt im Einzelnen nochmal drauf kommen und Ihnen auch ein paar Beispiele zeigen. Und wir möchten mal als erstes auf die spezielle Anamnese nochmal zu sprechen kommen. Weil dort in den Sachen, die Sie ohnehin häufig erheben in der Praxis oder erfragen, zumindest erfragen sollten, verstecken sich dort diese einzelnen Teilaspekte, die wir gerade auch beleuchtet haben. Wenn wir also natürlich aktuelle Beschwerden oder Symptome abfragen, gehen wir primär auf das Anliegen des Patienten, sehen dort aber auch ein mögliches Progressionsrisiko, wenn ein parodontal vorerkrankter Patient beispielsweise über Zahnfleischbluten berichtet. Dann haben wir dort schon eine Information darüber, dass wir dort ein erhöhtes Progressionsrisiko haben.
der Zuckerkonsum, gerade in der Kardiologie, Menge und Frequenz entscheidend, determiniert sowohl das Entstehungsrisiko für neue kariöse Läsionen als auch mögliches Progressionsrisiko von Läsionen, die bereits initial oder auch weiter fortgeschritten vorliegen. Erfassen Sie beispielsweise den Zahnverlust bei Patienten schon anamnestisch, dadurch, dass die Zähne locker geworden sind oder Karies bekommen haben, können Sie eine Aussage über die Vorerkrankungslast treffen, was wiederum auch beide Risiken beeinflussen kann. Auch eine bereits erfolgte Parodontalbehandlung oder Behandlung insgesamt können Ihnen dort eine Auskunft darüber geben, wie das Progressionsrisiko möglicherweise vorliegender Erkrankung aussieht. Auch die Fluoridzufuhr, die Sie im Rahmen der Kariesrisikoabschätzung erfassen können, bedingt das Entstehungs- und Progressionsrisiko von kariösen Läsionen. Säurehaltige Lebensmittel im Bereich der Erosion dann für Sie relevant. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, weil das in den Versorgungskonzepten, die aktuell bestehen, gerade in der Komplexität nirgendwo abgebildet ist, Art, Alter und ja, Aufbau bestehender prothetischer Versorgungen ist ganz relevant. Sie haben sehr viele Patienten, die in irgendeiner Form prothetisch versorgt sind. Und das sind auch Patienten mit einem gesteigerten Bedarf. Und das ist kein unterstützender Implantatpatient bloß oder ein Prothetik-Recall-Patient, sondern es ist ein Präventionspatient, der genauso wie jeder andere Patient auch eine bedarfsadaptierte Prävention braucht. Und dafür müssen Sie natürlich auch genaue Informationen über bestimmte Versorgungen haben, insbesondere wenn Sie diese nicht selber durchgeführt haben. Was letztendlich ein spezieller Anteil natürlich der Anamnese jetzt hier ist, der speziellen Anamnese, wie Sie sehen können, sind zwei Aspekte, die man natürlich jetzt auch für sich mitnehmen sollte aus meiner Sicht. Oder aus unserer Sicht, das ist im Prinzip also, wie betreibt der Patient seine häusliche Mundhygiene, seine persönliche Mundhygiene in Form von Zahnpasta beispielsweise, aber auch den entsprechenden anderen Hilfsmitteln. Und, das ist ganz entscheidend, der Ernährungsaspekt bringt hier schon einen ganz wesentlichen, auch neuen Zungenschlag mit hinein. Wir wissen seit einiger Zeit, dass eben der Einfluss der Ernährung doch wesentlich größer zu sein scheint im Gesamten auf die Entstehung natürlich von Karies sowieso, aber auch auf die Entstehung von Parodontalerkrankungen. Und deswegen lohnt es sich, zielgerichtet durch die spezielle Anamnese natürlich solche Aspekte zu erfassen und dann natürlich für die präventive Betreuung zu benutzen. Richtig, und das muss individuell auch irgendwo auf den Patienten zugeschnitten sein und eben auch auf den Gesamtbedarf und das Risiko entsprechend angepasst werden. Schauen wir doch mal jetzt wirklich konkret in ein paar Erkrankungsbereiche oder Versorgungszustände rein, um das Ganze mal noch ein klein wenig zu verdeutlichen. Wir haben jetzt ja so ein bisschen den theoretischen Hintergrund beleuchtet, auch ein bisschen was jetzt zur speziellen Anamnese gesagt, wo wir hier sicherlich erstmal bloß ein paar Highlights für Sie jetzt mal kurz dargestellt haben. Das ist natürlich, wie schon gesagt, auch noch etwas komplexer, gerade was die Mundhygienegewohnheiten betrifft, was man ja doch aber auch viel im Gespräch macht, ja, mit den Patienten. Schauen wir uns jetzt mal die Bedarfsklassifikation konkret für Karies an. Und hier haben Sie ganz unterschiedliche Gruppen von Patienten, die ganz unterschiedlich kariologischen Präventionsbedarf haben. Es gibt natürlich die Fälle, wie der eine Patient hier mit diesen ausgeprägten Läsionen, gerade auch im Wurzelbereich. Dieses Bild kennen Sie schon aus den letzten Web-Tutorials. Das sind natürlich Patienten, da springt einen das an, dass das ein kariologischer Betreuungsfall ist. Wir haben Patienten wie das Bild unten in der Mitte, wo wir gerade so auf den vestibulären Flächen Initialläsionen sehen, wo wir also dort auch schon ein Stück weit alarmiert sind. Dort gibt es eine gewisse Kariesaktivität im Gebiss. Es gibt aber auch Patienten, wie der Fall oben links, da haben sie noch gar keine Karies. Das ist auch primär, würde man denken, ein parodontaler Betreuungspatient. Man sieht hinten dort von dem Sechser diesen Fokationsbereich. Ja, natürlich ist das ein Patient mit einer parodontalen Vorerkrankungslast. Ja, natürlich ist das ein Patient, der auch einer parodontalen präventiven Betreuung bedarf. Aber er hat eben hier exponierte Wurzeloberflächen in einer sehr großen Ausdehnung. Und das ist eine Prädilektionsstelle für Wurzelkaries und das ist möglicherweise für diesen Patienten ein viel höheres Risiko für einen Zahnverlust als seine parodontale Vorerkrankungslast, wenn das gerade stabil ist. Und diesen Transfer muss man hinkriegen, zu sagen, natürlich, es gibt unterschiedliche Gruppen von kariologischen Betreuungsfällen und die muss man sich irgendwo einteilen. Und dort macht wieder diese
Unterteilungen Entstehungs- und Progressionsrisiko sind, wenn Sie an den Patienten denken, den wir gerade hatten mit diesen freiliegenden Wurzeloberflächen, der hat ein erhöhtes Entstehungsrisiko für Karies, obwohl er noch gar keine Karies hat. Eigentlich kommt er ja aus der parodontalen Schublade, die wir vor uns wieder zugemacht haben. Genau. Ja? Aber eigentlich haben wir den Patienten diesbezüglich auf dem Schirm, betreuen den diesbezüglich, aber wir vergessen, wenn wir da nicht aufpassen, dass wir dort eben an diesen Wurzeloberflächen, die auch für den Patienten mitunter schwer zugänglich sind, schwer reinigbar sind, eben eine Prädilektionsstelle und damit ein Entstehungsrisiko für Karies haben. Und denken Sie an den anderen Fall unten in der Mitte auf der letzten Folie, wo Sie eben so aktive Initialläsionen haben, wo Sie gegebenenfalls auch ein hohes Kariesrisiko haben. Das können Sie zum Beispiel mit der Kariesrisikoabschätzung erfassen, wo Sie die Sachen ja primär abfragen, die wir bei der speziellen Anamnese adressiert haben, Zuckermenge, Zuckerfrequenz, Ernährungsweise, Lebensweise, Mundhygiene, Fluoridierung, also im Prinzip alles, was Lebensstil des Patienten ist. Das ist sicherlich auch eine große Überschneidung zu den Lebensstilfaktoren im Risikoprofil. Das muss man ein bisschen voneinander abgrenzen. Aber hier sehen Sie, dass Sie hier ganz unterschiedlich diese Risikoklassen, diese Bedarfsklassen sich dort definieren können und eben auch, und das ist genau das, was wir vom IPC-Konzept initial auch eingeleitet haben, auch einen Gedanken der Primärprävention gepflanzt haben. Nämlich genau darauf zu schauen, ist das ein Patient, der eine Prädilektionsstelle hat? Ist das ein Patient, der ein hohes Entstehungsrisiko hat? Weil das ist der, um den wir uns am allermeisten dort kümmern müssen. Weil wir wollen ja nicht, dass er die Läsion erst bekommt und nicht erst uns drum kümmern, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ganz genau. Das ist der entscheidende Punkt. Und da sehen wir eben eine große Stärke in der individuellen Betrachtung einzelner Faktoren, die der Patient letzt mitbringt oder Rahmenbedingungen, die der Patient mitbringt. Und insbesondere das Entstehungs- und Progressionsrisiko haben natürlich bezüglich der Mundgesundheitsbeurteilung eine ganz wesentliche Rolle oder nehmen eine ganz wesentliche Rolle ein. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie können wir das übertragen auf Parodontitis? Dann wollen wir das ein bisschen analog machen, wie wir das gerade gesehen haben. Wir haben ja auch drei Fälle mal mitgebracht. Wir schauen uns mal einmal wirklich das eigentlich sehr auch uns schon anstrahlende, mundgesunde Gebiss an, mit einer blassrosa Gingiva und einer nahezu entzündungsfreien Gingiva. Wir haben noch keine parodontale Vorerkrankungsgeschichte, wenn überhaupt eine lokalisierte Gingivitis. Das ist letztendlich natürlich ein Wunsch von uns, dieses Gebiss heute langfristig mundgesund zu erhalten. Und hierfür ist es eben essentiell, im Rahmen des IPCs zu erfassen, was können potenzielle Entstehungs- oder Progressionsrisiken sein, um diese stabile, mundgesunde, jugendliche Situation zu gefährden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich das klassische parodontal behandlungsbedürftige Gebiss. Wir haben ausgeprägte Wucherungen, wir haben natürlich entsprechenden Attachmentverlust, wir haben Taschen, die behandelt werden müssen. Dieser Patient bringt ja erstmal zunächst auch eine aktive Behandlungsbedürftigkeit mit, bei dem wir aber natürlich bereits zielgerichtet im Rahmen der Parodontitis-Therapie, in der Vorbehandlung und natürlich dann später auch in der individuell präventiven Betreuung schauen müssen, hier Stabilität bzw. Stagnation auf nahezu entzündungsfreien Verhältnissen zu gewährleisten. So wie der Fall unten, bei dem wir ein parodontal vorgeschädigtes Gebiss haben, ebenfalls mit natürlich ausgeprägtem Attachmentverlust, mit Zahnstellungsveränderungen, aber eben einer stabilen Situation, nahezu entzündungsfreien Verhältnissen, keinen behandlungsbedürftigen Taschen. Und diese Patientin bedarf natürlich jetzt eine Gesunderhaltung auf dem Vorerkrankungsniveau, was sie hat. Und das ist unter Berücksichtigung des Entstehungs- und auch des Progressionsrisikos natürlich eine große Herausforderung für uns, hier individuell die entsprechenden Parameter zu erkennen und im Rahmen der präventiven Betreuung zu berücksichtigen. Und entsprechend kann man auch für Parodontitis natürlich auf der Basis der klinischen Befundung und auch Diagnosen, die wir haben, und das ist eine große Stärke aus unserer Sicht der neuen Klassifikation der Parodontalerkrankung, weil sie uns doch auf der einen Seite natürlich über den Attachmentverlust und den Knochenabbau im Röntgenbild beziehungsweise ergänzend noch dem vorhandenen Zahnverlust klar eine Einteilung in ein Erkrankungsstadium ermöglicht,
und damit den Startpunkt setzt, wo haben wir letztendlich eine Vorerkrankungslast des Patienten, die im Weiteren auch für das Entstehungsrisiko oder die das Entstehungsrisiko parodontaler Erkrankung natürlich mit begünstigen kann. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich mit dem Grading die wirklich sehr gute Ableitung des sogenannten Progressionsrisikos, bei dem wir analog eigentlich dem Ampelsystem, dem Grad A, B und C, hier sehr gut einordnen können und entsprechend den Patienten mit parodontaler Vorerkrankung bedarfsgerecht, präventiv einordnen und betreuen können. Und dabei ist es letztendlich wichtig, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass Sie natürlich das Entstehungs- und Progressionsrisiko natürlich auf der Basis der Vorerkrankungslast zu machen, aber Sie brauchen natürlich auch diagnostische Hilfsmittel, die Ihnen helfen, die Befunde richtig zu erfassen, die wir dann brauchen, um das zu machen, sie richtig zu interpretieren, um dann natürlich die adäquaten Konsequenzen für Progressions- und Entstehungsrisiko abzuleiten. Wenn wir jetzt mal Erkrankungen verlassen, müssen wir natürlich aber sagen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass all die Sachen, die wir heute haben, nichts Neues sind und übertragbar sind aus allen Facetten, die wir besprechen. Ob das der Erosionsaspekt ist, ob das der Kariesaspekt ist oder jetzt beispielsweise eben der Parodontitis-Aspekt. Wir haben im IPC natürlich die großen Möglichkeiten der heutigen Leitlinien, der neuen Diagnose- und Klassifikationskriterien, aber auch bewährter Systeme wie die Berner Spinne inkludiert, um entsprechend die Konsequenzen in der Betreuung des Patienten adäquat adressieren zu können. Und zwar eben in allen Bereichen, in den einzelnen Bausteinen der Diagnostik, im Baustein der Mundhygieneinstruktion und Motivation, Ihnen natürlich auch den Bereichen möglicherweise der Instrumentierung, der Adjuvantien, aber auch natürlich der Nachsorgeintervallfestlegung. Und das ist, glaube ich, die große Stärke auch schon des Risikoprofils gewesen, genauso wie hier auch, dass wir die einzelnen Bausteine unter den entsprechenden Voraussetzungen auf der Basis heute allgemeingültiger Leitlinien und oder eben allgemeingültiger Richtlinien zur Diagnosefindung gestellt haben. Ja, und das ist, wie du schon sagst, die große Stärke, wenn wir an das Gesamtkonzept EPC denken. Wir erfinden nicht das Rad neu, sondern wir ordnen eigentlich die Sachen, die wir ja als Hilfsmittel haben, die wir auch ohnehin diagnostizieren, die wir diagnostisch verwenden, die ordnen wir ein an den richtigen Platz im Workflow. Absolut. Und bauen damit uns ein Unterstützungssystem auf, was uns hilft, schnell, nahezu algorithmisch Entscheidungen zu treffen, die uns die Präventionssitzung, die uns helfen dabei, selber die Präventionssitzung zu gestalten und damit eben die Effizienz und auch die Effektivität dieser Präventionssitzung zu erhöhen, auf Grundlage der Sachen, die wir ohnehin machen. Absolut. Wertet natürlich die Präventionssitzung enorm auf und ist letztendlich genau in dem Spannungsfeld, was wir bereits beim ersten Mal sagten. Wir sind natürlich bei einem chronischen erkrankten Patienten, der Karies bzw. Parodontitis hat, immer im Wechselbad der Prävention und oder Therapie. Das ist ein ganz wesentlicher Teil, aber es ist nur ein Aspekt der individuell präventiven Betreuung. Und diese Komplexität müssen wir erfassen. Und es bedeutet letztendlich auch, dass wenn wir einen Stellenwert haben von Restauration, von Befunden, von Vorerkrankungslast, der richtigen Interpretation des Ganzen, der Ableitung der Anamnese, wie wir gesagt haben, dass eben Prävention heute vielmehr auch wieder in die ärztliche Verantwortung letztendlich zurückgeführt wird und entsprechend natürlich Großteil der individuell präventiven Betreuung des IPCs delegierbar ist. Aber in ganz vielen Bausteinen natürlich der Zahnarzt hinsichtlich Diagnosestellung, Ableitung und Identifikation der entsprechenden Risiken das Ganze unterstützend immer wieder begleiten muss und auch sollte. Schauen wir uns noch mal ganz kurz einen Versorgungszustand an. Wir haben natürlich aufgrund der Zeit nicht die Möglichkeit, alle auch prothetischen Konstrukte zu nehmen. Perioprothetische Versorgung spielen sicherlich eine ganz große Rolle in dem Ganzen. Wir haben uns jetzt mal entschieden, den Implantatfall noch mal kurz mit reinzunehmen. Hier zwei gegeneinander übergestellte Fälle mit zum einen hier einer festsitzenden Restauration auf zwei Implantaten. Weitestgehend stabile Implantatstrukturen, insbesondere jetzt hier am Röntgenbild natürlich die knöchernen Strukturen. Auch aber eine Vorerkrankung natürlich noch
der Parodontal- oder auch Karies-Vorerfahrung letztendlich mitbringt. Und das zeigt, dass wir hier also einen sicherlich auch Präventionsbedarf im Allgemeinen, aber eben speziell auch der Implantate haben. Auf der anderen Seite mehrere Implantate, bereits Implantate mit einem radiologisch festgestellten Knochenabbau, einige Implantate oder ein Implantat auch mit einer gerade akuten inflammatorischen Prozess im Sinne einer Periimplantitis. Und das zeigt, dass eben auch diese beiden Patientenfälle individuell nicht nur auf der Grundlage der Anzahl der Implantate berücksichtigt werden müssen, sondern natürlich auch auf der Vorerkrankungslast, die eine solche Implantatversorgung mitbringen kann, wie zum Beispiel eben Mukositis und oder Periimplantitis. Und entsprechend kann man auch bezüglich des Versorgungszustandes, in dem Fall an den Implantaten, selbstverständlich auch ein Entstehungs- und ein Progressionsrisiko identifizieren. Und auch das haben wir versucht, nach den Klassifikationskriterien zu machen und uns nahe anlegend auch hier an die neue Klassifikation für periimplantäre Erkrankungen und aktuellen Behandlungsempfehlungen zu orientieren. Und Sie sehen, dass sicherlich eine ganz entscheidende Rolle spielt, ist eben die Entzündungsfreiheit an den Implantaten, die sowieso die größte Herausforderung letztendlich darstellt, wenn wir sehen, wie viel Blutung am Implantat wir über die Jahre auch präventiver Betreuung wirklich auch haben. Dann natürlich auch die Restauration, die damit verbunden sein können, auch möglicherweise eben schon Mukositis im Hinblick auf Progressionsrisiko für eine Periimplantitis. Das ist sehr gut untersucht über viele Jahre mittlerweile, dass eben eine Mukositis ähnlich der Gingivitis eben einer Parodontitis bzw. hier Periimplantitis vorausgeht und natürlich unter Berücksichtigung der Vorerkrankung an den Implantaten, aber auch einer vielschichtigen Risikobeurteilung, beispielsweise parodontaler Vorerkrankung, dann natürlich auch einer insuffizienten Mundhygiene und insbesondere auch dem Rauchen, ergibt sich eine andere Risikobeurteilung, die dann wiederum natürlich auf der einen Seite möglicherweise die Inhalte beeinflusst, aber auch vor allen Dingen natürlich das Nachsorgeintervall. Ja, genau. Und wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, wir haben dadurch die Möglichkeit, ja jeden auch Versorgungszustand, das war jetzt bloß exemplarisch die Implantate absolut jetzt gezeigt, auch dort zu klassifizieren. Und jetzt kommt ja der gedankliche Entwicklungsschritt, wo wir sagen, diese ganzen Sachen, die wir jetzt aufgezeigt haben, die können natürlich auch alle ein und denselben Patienten betreffen. Ja, der schon initiale kariöse Läsionen hat, der parodontal vorerkrankt ist und der dazu noch Implantate hat. Was machen wir mit dem? Mit dem können wir nicht UPT, nicht UIT, nicht Recall, der braucht IPC. Der braucht eine gesamte Betrachtung seiner Mundgesundheitserfahrung, seiner Versorgungszustände und auch seiner aktuellen Befunde. Das hat man jetzt ja bei dem Implantatfall schön gesehen, dass man eben dort auch eine Dynamik drin hat, wenn das Implantat eben blutet. Ja, willkommen zurück. Technische Probleme sind auch im Hause Oemus nicht auszuschließen. Wir bedanken uns aber bei den Technikern, die das in einer Windeseile für uns alle wiederhergestellt haben. Manche Dinge kann man eben nicht beeinflussen. Wir freuen uns, dass Sie hoffentlich noch alle dabei sind, sind uns nicht ganz sicher, wo wir am Ende das Internet verlassen haben. Ja, also wir wollen jetzt auch keinen Schuldigen suchen, aber wir glauben, dass es der ZDF uns jetzt hier dazwischen gefunkt hat. Vermutlich. Ja, wir freuen uns, dass Sie dran geblieben sind und wir gehen einfach nochmal, wir hatten ja gerade so eine kleine Diskussion darüber geführt, was eigentlich jetzt so die Besonderheiten sind in der Gesamtschau oder Gesamtbetrachtung auch des Patientenfalls und haben gesagt, diese Einzelaspekte, die wir jetzt beleuchtet haben, mit der Karies, mit der Parodontitis, mit den Implantaten, das kann eben auch einen und denselben Patienten betreffen, absolut, der dann eben eine komplexe Betrachtung braucht, der also nicht bei der UPT-Schublade in die UIT- oder Recall-Schublade muss, sondern der eben ein IPC als Gesamtkonzept benötigt. Und dann haben wir so ein bisschen übergeleitet und gesagt, jetzt haben wir ein bisschen über spezielle Anamnese gesprochen, haben auch einige Teilaspekte jetzt mal der primär der oralen Vorerkrankungslast uns angesehen und wir müssen natürlich insbesondere die orale Vorerkrankungslast erfassen. Das können wir nicht bloß anamnestisch, dafür brauchen wir auch bestimmte Befunde, um Diagnosen stellen zu können und wir müssen die aktuellen Befunde erheben, um dynamisch unseren IPC anpassen zu können. Und hier haben wir eine Sache nochmal gemacht. Wir haben hier eine Unterscheidung getroffen zwischen einer Basisdiagnostik und einer erweiterten Diagnostik. Die Basisdiagnostik ist das, was jeder Patient standardmäßig kriegen sollte. Also jeder Patient sollte in einem gewissen Turnus mindestens einmal im Jahr
auch entsprechende Untersuchungen bekommen, damit wir einen Einblick bekommen, ob dieser Bedarfsaspekt für den Patienten relevant ist. Und dort haben wir eben einen Zahn- und Füllungsstatus, dort haben wir den parodontalen Screening-Index, dort haben wir eine Mund-Schleimhaut-Inspektion, funktionelles Screening und Mundhygiene-Indizes, die uns erstmal einen Überblick verschaffen und die als ein Filter dienen, um den Patienten dort in bestimmte, ja, Gruppen erstmal einzuspeisen. Und wenn wir dort Auffälligkeiten haben, aber nur dann, brauchen wir erweiterte Diagnostik. Wenn wir eben einen parodontal auffälligen Patienten haben, brauchen wir einen ausführlichen Parodontalstatus, bei dem wir eben auch Sondierungstiefe, Sondierungsblutung, Attachmentverlust, Forkation, Lockerung, also wirklich die ganze Bandbreite abbilden. Das können wir nicht bei jedem Patienten oder brauchen wir auch nicht bei jedem Patienten abzubilden, weil es nicht effizient wäre, ja? Und eben auch nicht bedarfsgerecht. Gleiches gilt für eine ausführliche Kariesdiagnostik. Wenn wir jetzt zum Beispiel ICDAS uns nehmen als ein sehr detailliertes, sehr, ja, breit gefächertes Diagnostiktool, ja, oder Diagnostiksystem, dann können wir das auch nicht mit einem Gießkannenprinzip auf alle Patienten draufschütten, sondern die, die eben uns durch Initialläsionen beispielsweise oder eben schon eine erhöhte Karieserfahrung auffallen, diese Patienten brauchen dort eben diese ausführlichere Befunderhebung, damit wir auch einen genauen Einblick haben, wie sich diese einzelnen Läsionen in ihrer Aktivität und Ausprägung verhalten auf der einen Seite und entwickeln, um auch eine Aussagemöglichkeit über eventuelle Progressionsrisiken ableiten zu können. Selbiges gilt jetzt für einen ausführlichen Funktionsstatus, ja, RDC, TMD zum Beispiel, ganz ausführlicher Funktionsbefund. Das machen Sie auch nicht bei jedem Patienten, sondern eben bei den Patienten, die funktionell gewisse Auffälligkeiten schon haben und auch bestimmte Sachen wie Karies- und Parodontitis-Risikoabschätzung, die brauchen Sie nicht immer per se zu machen, sondern Sie brauchen sie vor allen Dingen dort zu machen, wenn Sie beim Patienten ein Progressionsrisiko der Vorerkrankung vermuten oder abschätzen wollen. Das zeigt aber tatsächlich einen ganz wesentlichen Punkt. Die Diagnostik, die wir empfehlen oder die wir als Basis oder erweiterte Diagnostik ansehen, ist eben klinische Diagnostik. Und das ist auch letztendlich eine ganz wichtige Message, die wir Ihnen mitgeben wollen, dass Sie aus den wirklichen klinischen Befunden, die Sie erheben können, ein sehr großes Portfolio haben, um basisdiagnostisch natürlich den Bedarf festzustellen, insbesondere auch einer bedarfsgerechten, erweiterten klinischen Diagnose. Und im schlimmsten Fall für den Patienten mit der entsprechenden Vorerkrankung, den komplexen Versorgungen, ja, bedarf es eben neben einem Parodontalstatus, neben möglicherweise der ICDAS-Bewertung, auch einer funktionellen Befundung und oder natürlich auch der Beurteilung des Zahnersatzes. Und das zeigt wieder genau diese Diskussion, die wir gerade nach dem Break auch aufgegriffen oder wieder aufgegriffen haben, dass die Gesamtbetrachtung des Patienten im Mittelpunkt zu stellen ist, um die gesamte Komplexität bedarfsgerecht zu identifizieren und im Rahmen der präventiven Betreuung zu berücksichtigen. Genau, und wir machen damit die Diagnostik, sowohl die Basis- als auch die erweiterte Diagnostik, zu einem Baustein der Präventionssitzung, des IPC-Zyklus. Und das ist genauso wie alle anderen Bausteine ein Baustein, der sich dynamisch verändern kann oder sogar muss. Ja, weil er natürlich zum einen die Präventionssitzung direkt beeinflusst, aber eben die Inhalte, nicht nur die Inhalte und die Rahmenbedingungen und die Frequenz bedingt, sondern selber auch Inhalt einer Präventionssitzung sein muss und eben auch individuell bedarfsgerecht, bedarfsorientiert adaptiert werden muss. Und das wertet am Ende eben wieder die Präventionssitzung auf. Ja. Und erfordert, wie vorhin bereits erwähnt, eben auch ärztliche Verantwortung und Übernahme im Rahmen der individuell präventiven Betreuung. Genau. Und wenn wir uns das nur zur Veranschaulichung, wir hatten dieses Beispiel ja schon mal thematisiert, gerade das nochmal anschauen wollen, ne, dann hier nochmal mit einem Bild hinterlegt, haben wir also einen auffälligen parodontalen Screening-Index, größer gleich 3. Man würde sagen, eher in mindestens 2 Sextanten, aber natürlich auch bei so ausführlichen Befunden oder schweren Befunden oder einem PSI von 4, dann brauchen Sie eben bei diesem Patienten einen ausführlichen Parodontalstatus, weil nur mit einem ausführlichen Parodontalstatus können Sie ja auch eine Diagnose wirklich stellen. Ja? Sie können gerade das Stadium und auch das Grading nicht ohne ausführlichen Parodontalstatus machen. Das geht auf Grundlage des PSI nicht, weil der PSI bloß ein Screening ist, das Ihnen zeigt, bei diesem Patienten ist ein Bedarf
und zwar in erster Linie ein Bedarf an weiterer tiefergehender Diagnostik. Kann man so sagen, und das ist natürlich dann ähnlich der Anamnese, regelmäßig zu reevaluieren, um natürlich Phasen der Stabilität oder Instabilität frühzeitig zu erkennen, um bedarfsgerecht zu intervenieren. Genau, und selbiges gilt für einen kariesaktiven Patienten. Hier ist nochmal das ICIDAS-System aufgegriffen mit den 7 Scores von 0 bis 6, wo Sie also hier auch die Möglichkeit haben, initialkariöse Läsionen nochmal zu differenzieren, die Kariesaktivität oder Inaktivität nochmal genauer zu differenzieren, auch nochmal separat Wurzelkaries abzugrenzen. Und das ist natürlich in der Praxis sehr ausführlich und auch zeitaufwendig, ne, insgesamt aufwendig durchzuführen, aber es lohnt genau dort, wo wir eben das kariesaktive Gebiss haben und gerade im Bereich uns einer Sekundärprävention bewegen, aber eben auch Primärprävention zur Neuentstehung von kariösen Läsionen. Und genau für diesen Patienten ist so eine ausführliche Diagnostik relevant. Für alle anderen Patienten ist es eben primär relevant zu sehen, habe ich Kariesaktivität oder nicht, habe ich behandlungsbedürftige Läsionen oder nicht. Und im konkreten Fall werden Sie also primär bei aktiven Initialläsionen, wenn Sie dort wie bei diesem Patienten hier okklusal auftreten oder eben auch vestibulär an den Glattflächen, dann werden Sie ein ausführlicheres Diagnostiksystem benötigen. Absolut. Und natürlich erkennt man auch schnell, wenn man das bedarfsgerecht einsetzt, ein solches komplexes System wie das ICIDAS-System und das gut versteht, dass man insbesondere bei den initialkariösen Läsionen, die sehr divers sein können, aber ein klinisches Beurteilungskriterium hat, was Monitoring erlaubt. Und das natürlich über eine lange Zeit und dann natürlich uns als Entscheidungshilfe dienen kann, wann muss möglicherweise aus der Prävention eben doch eine Intervention erfolgen. Genau. Wie Sie das vom letzten Mal abschließend schon kennen, werden wir jetzt uns noch mal ein paar Fälle anschauen, das noch mal konkret auch in der Komplexität abbilden, um das Ganze jetzt noch mal ein bisschen klinisch abzurunden. Absolut. Und wir steigen mal ein mit einem Parodontitis-Patienten, den wir Ihnen mitgebracht haben. Sie sehen hier den Patienten von vorhin. Er hat eine schwere Form der Parodontitis im Stadium 4, die sich daraus ableiten lässt, nochmal zur Erinnerung, was die neue Klassifikation sagt, was den Attachmentverlust und oder Knochenabbau im Röntgenbild angeht. Also hier beispielsweise ein Attachmentverlust von mehr als 5 mm. Und, das ist ganz entscheidend, das Kriterium, wann unterscheiden wir zwischen Stadium 3 einer schweren Parodontitis zu Stadium 4 einer schweren Parodontitis. Hier durch parodontale Vorerkrankung bereits eingetretener Zahnverlust. Dieser ist jetzt größer als 5 Zähne und dadurch rutscht der Patient in das Stadium 4. Grad B sagt nichts anderes, dass wir eben ein moderates Progressionsrisiko haben, was sich natürlich auch auf der Grund der parodontalen Vorerkrankung und Progression, die man möglicherweise festgestellt hat, ableiten lässt und natürlich von Risikofaktoren, die wir schon ausführlich besprochen haben. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt IPC, wie es lebt und lebt, haben wir aber initiale Wurzelkaries, wie Sie sehen können, unter anderem in der Unterkieferfront oder eben auch im Oberkieferprämolaren Bereich. Wir haben also hier initiale Wurzelbereiche, die ein erhöhtes Risiko für das weitere Entstehen einer Wurzelkaries haben und deswegen einer besonderen Betrachtung bedürfen. Wir haben prothetische Versorgung und das zeigt letztendlich natürlich, dass wir aus allen Bereichen hier eine Berücksichtigung finden müssen, wie wir im IPC mit dem Patienten umzugehen haben. Das bedeutet, in der Gesamtbetrachtung des Patienten müssen wir sagen, natürlich ist für uns der Parodontitis-Patient Stadium 4 grundsätzlich eben mit einem erhöhten Entstehungsrisiko verknüpft für weitere parodontale Erkrankungen. Progressionsrisiko spielt dabei eine Rolle. Das wird durch Grad B abgeleitet. Das können wir letztendlich relativ gut und in der Komplexität auch letztendlich abbilden. Wir brauchen im Hinblick auf die Wurzelkariesläsion therapiebegleitende Maßnahmen. Wir brauchen aufgrund der Schweregrades der Parodontitis ein sehr engmaschiges Nachsorgeintervall bei diesem Patienten. Und so ergibt sich eben aus der Berücksichtigung des individuellen Bedarfs in den einzelnen Bausteinen der strukturierten Präventionssitzung des IPCs eine entsprechende Berücksichtigung für diesen Patientenfall.
Genau, und den zweiten Fall, das Bild kennen Sie auch schon von vorn, als wir über die Implantate gesprochen haben, haben wir hier einen Patienten, der multiple Implantate hat und dort auch zum Teil schon periimplantären Knochenverlust, der röntgenologisch sichtbar ist. Der Patient ist auch parodontal vorerkrankt, vorgeschädigt, hat ein Lückengebiss, zum Teil mit Kronen versorgt, aber eben im Wesentlichen nicht ausreichend prothetisch versorgt. Und hinzu kommt auch noch hier ein dynamischer Aspekt, nämlich die aktuell unzureichende Mundhygiene, die unzureichende Mitarbeit, was Sie zum Beispiel sehen können an erhöhten Entzündungsindizes, erhöhten Plaque-Indizes und dort eben ein Aspekt, den Sie ganz besonders auch in der Präventionssitzung adressieren müssen. Wir haben also hier einen Patienten, der hat 5, 6 Implantate, die auch periimplantär schon entzündet oder vorerkrankt sind. Das heißt, hier müssen Sie bedarfsgerechte Diagnostik schon machen an den Implantaten. Absolut. Ja, das entsprechende Sondieren. Sie müssen instruieren, Sie müssen Patienten motivieren, auch mit auf die Reise nehmen. Das ist hier ganz wichtig, weil eben auch diese unzureichende Mundhygiene vorliegt. Sie müssen beim Reinigen aufpassen. Sie dürfen die Implantate nicht irgendwie bearbeiten, sondern mit geeigneten Instrumenten, zum Beispiel Kunststoffküretten, Titanküretten oder eben Ultraschallspitzen aus Kunststoff. Auch hier kann eine adjuvante Therapie, eine begleitende Therapie Sinn machen, um die periimplantäre Entzündungslast zu senken. Und das ist auch ein Patient, den Sie hochfrequent in der Nachsorgesitzung begleiten müssen. Als Fall Nummer 3 haben wir Ihnen unseren bekannten Wurzelkaries-Patienten nochmal mitgebracht. Sie sehen hier aufgrund der bereits auch durchgeführten Füllung im Zahnhalsbereich, also ein sehr stark karies, erfahrenes Gebiss, insbesondere eben der exponierten Wurzeloberflächen, bei dem wir im Unterkiefer aktuell inaktive wurzelkariöse Läsionen haben, aber eben, wie gesagt, insbesondere sehr, sehr viele Wurzeloberflächen bereits mit Füllungen haben, die auch zum Teil insuffizient sind. Der Patient ist auch prothetisch versorgt. Er zeigt weitestgehend eine insuffiziente Mundhygiene und das bedeutet, dass wir auch bei diesem Patienten letztendlich unter der Berücksichtigung der Vielschichtigkeit, dass er mitbringt und mit Sicherheit, das ist natürlich klar, hat er auch noch eine parodontale Vorerkrankungsgeschichte, denn die exponierten Wurzeloberflächen hat er nicht umsonst. Diesen Aspekt darf man hier nicht vernachlässigen im IPC, zeigt sich aber eben insbesondere aufgrund der parodontalen Vorerkrankung, der multiplen Karies, Wurzelkaries als auch Restauration, die er bereits hat, ein wirklich Hochrisikopatient, den wir präventiv betreuen, erkennen müssen, der bedarfsgerecht diagnostisch begleitet werden muss. Er braucht eine adäquate Instruktion und Motivation, wie er mit den exponierten Oberflächen umgehen kann, gegebenenfalls auch der häuslichen, persönlichen Applikation spezieller Fluoridprodukte. Denken Sie beispielsweise an die Durafat-Zahnpasta in diesem Sachen. Wir müssen sehr vorsichtig beim Reinigen sein, weil natürlich die Wurzeloberfläche an sich wesentlich empfindlicher ist gegenüber einer sehr progressiven Instrumentierung und daher auch ein akkurater Einsatz der Instrumente Anwendung finden sollte. Absolut ist hier therapiebegleitend an die Fluoridapplikation hochkonzentrierter Fluoride zu denken und auch dieser Patient hat einen hohen Nachsorgebedarf, der entsprechend adressiert werden muss. Und wenn wir mal noch ein bisschen weiter schauen, wir haben jetzt ja über Parodontitis, über periimplantäre Erkrankung und Karies gesprochen, aber wir haben ja vor uns auch schon gezeigt, dass das Portfolio viel breiter ist, wo Sie auch das IPC-Konzept adaptieren, anwenden können. Haben wir zum Beispiel einen Patienten mit Attrition, mit abgesunkenem Biss, mit Kiefergelenkbeschwerden. Dann haben Sie dort nochmal einen ganz anderen Teilaspekt, der auch in bisherigen Präventions- oder Betreuungskonzepten keine wesentliche Rolle spielt. Maximal mal irgendwo als Begleitfaktor, aber es ist eben hochrelevant, weil der Patient eben dort eigentlich sein Hauptmundgesundheitsproblem hat. Zusätzlich hat er ein paar inaktive Initialläsionen, zervikal an den Vestibulärflächen, hat aber eine stabile Mundhygiene, arbeitet dort also gut mit. Das bedeutet, dass Sie bei dem Patienten vor allen Dingen bei der Diagnostik und der Anamneseerhebung, aber primär bei der Diagnostik, hier eine Besonderheit haben, weil Sie dort eben die ausführliche Kiefergelenkdiagnostik brauchen, weil Sie den Patienten eben hier begleiten müssen in Bezug auf seine
möglicherweise kraniomandibuläre Dysfunktion oder seine Kiefergelenkbeschwerden, die er hat, weil das auch natürlich eine Sache ist, neben dem Gesundheitsaspekt, der auch die Compliance des Patienten maßgeblich beeinflussen wird, weil wenn er in seiner Lebensqualität auch eingeschränkt ist durch die Kiefergelenkbeschwerden, dann wird er auch das Thema Mundgesundheit wird für ihn immer schwieriger werden und sie werden auch in anderen Bereichen Erkrankungsentstehung oder Progression erfahren. Natürlich ist hier auch bei der Reinigung in Bezug auf die Initialläsionen, auch bei möglichen Adjuvantien und bei der Nachsorgegestaltung von der Frequenz her, eben dieses Kariesrisiko und diese nicht kariösen Zahnherzsubstanzdefekte mit einzubeziehen. Genau, und nochmal ein weiterer Aspekt, der in der Praxis heute immer größere Bedeutung einnimmt, auch in natürlich den Bereich der Parodontalerkrankung sehr häufig mit reinfällt, sind Mundschleimhautveränderungen, die nicht selten auf der Basis auch von Autoimmunerkrankungen auftreten können, sehr komplexe orale Manifestationen aufweisen, wie hier beispielsweise ein Patient mit einem erosiven Liechen, der zusätzlich natürlich eine parodontale Vorerkrankungslast hat, in dem Fall eben auch wieder eine Parodontitis Stage 4, also Stadium 4, schwere Parodontitis. Progressionsgrad ist hier als moderat einzustufen, aber Sie sehen auch wieder, und das ist letztendlich genau das, was man eben bei der UPT nicht machen würde, wir adressieren auch hier die initialen kariösen Läsionen, auch wieder hier exponierte Wurzeloberflächen, bereits Füllungen an den freiliegenden Wurzeloberflächen, die eine entsprechende Erfahrung an Defekten und oder auch an Karies zuzureichen. Und die Patientin hat möglicherweise eben auch durch ihren erosiven Liechen eine unzureichende oder beziehungsweise inadäquate häusliche oder persönliche Mundhygiene, die adressiert werden und berücksichtigt werden muss. Was bedeutet das wieder? Auch hier bedarf es eben einer bedarfsgerechten Adaptation unseres Befundportfolios. Wir brauchen natürlich die regelmäßige Aufnahme des Parodontalstatus. Wir brauchen eine Verlaufskontrolle des erosiven Liechens. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der nicht unterschätzt werden darf. Das heißt, die Mundschleimhautinspektion nimmt nochmal eine besondere Bedeutung bei diesen Patienten ein. Natürlich braucht auch diese Patientin eine adäquate, umfängliche Instruktion und Motivation in die persönliche Mundhygiene. Beim Reinigen müssen wir genauso Berücksichtigung finden, denn wir wollen natürlich bei Patienten, die insbesondere eine Vielzahl von auch ausgeprägten Mundschleimhautveränderungen, natürlich nicht mit irgendwelchen Pulvern die Mundschleimhaut noch zusätzlich manipulieren, was sehr schmerzhaft und auch unangenehm für die Patienten sein kann, sondern eher mit anderen schonenden Varianten zielgerichtet Biofilmkontrolle betreiben. Und natürlich auch hier kann es eben zum Einsatz eben adjuvanter Maßnahmen kommen, wenn Sie an die initialen kariösen Läsionen denken. Und insbesondere auch aufgrund der parodontalen Vorerkrankung bedarf es hier natürlich einer engmaschigen Nachkontrolle des Patienten. Genau, und abrunden wollen wir das Ganze nochmal durch noch einen anderen Fall, nämlich einen Patienten, der wirklich schwerpunktmäßig nicht kariös bedingte Zahnherzsubstanzdefekte hat. Dadurch partiell insuffiziente Restauration, aber das ist ein Patient, der trotz seiner stabilen Mundhygiene, die er hat, vielleicht auch an einigen Stellen zu forciert die Mundhygiene betreibt, aber einen ganz anderen Bedarf hat. Er ist eben ein Patient, der schon diese massive Erfahrung durch diese erosiven oder diese kombinierten Defekte, erosiv-abrasiven Defekte hat. Und das ist bei diesem Patienten eben im Fokus. Natürlich hat dieser Patient dadurch bedingt aber auch ein trotzdem erhöhtes Kariesentstehungsrisiko, weil wir auch hier freiliegende exponierte Wurzeloberflächen sehen, wo wir Dentinareale haben, die exponiert sind. Und wenn dort eine Karies de novo entsteht, haben wir ein großes Problem, was wir dann eben invasiv therapieren müssen und nicht mit Präventionsmaßnahmen mehr kontrollieren oder vorbeugen können. Das heißt, die Komplexität ist hier auf der einen Seite natürlich die Betreuung in Bezug auf den Versorgungs- oder Erkrankungszustand, den der Patient schon hat, aber gleichzeitig die Therapeutik, Weitsicht oder präventive Weitsicht zu haben. Was ist denn genau bei diesem Zustand das potenzielle Problem der Zukunft? Das ist das, was im IPC eben ausschlaggebend verankert ist. Dieser, Sie haben es ja schon öfter gesagt, primärpräventive Gedanke bei einem Patienten, der schon vorerkrankt ist, aber eben andere Erkrankungen sich entwickeln können, verstärkt, ist für diesen Patienten eben
hochrelevant. Und Sie sehen, dass ich hier natürlich bei der Diagnostik, auch Anamneseerhebung, gerade Ursachensuche für diese nicht kariösen Defekte und entsprechende Instruktion, Motivation eine hohe Relevanz haben. Aber auch hier ist das Reinigen und auch das Polieren, also alles, was Sie dort an der Zahnoberfläche machen, zu individualisieren, zu adaptieren, eben an diese Gegebenheiten mit diesen großen exponierten Dentinoberflächen. Wenn Sie dort richtig forciert rangehen, dann wird der Patient wahrscheinlich auch kein zweites Mal kommen. Und auch Adjuvantien können hier ein Thema sein und eine engmaschige Betreuung, eine hohe Frequenz der Präventionssitzung spielt auch hier eine Rolle oder ist eine Stellschraube, an der Sie hier Ihre IPC-Sitzung modifizieren, adaptieren, individualisieren. Individualisieren, genau. Was hoffen wir Ihnen jetzt in unserem dritten Webinar nochmal hinsichtlich in dem Fall des Bedarfsprofils oder der Bedarfsfeststellung, Beurteilung mit auf den Weg haben geben zu können? Ich denke, was ganz entscheidend ist und das sollte auch die Hauptmessage gewesen sein, gerade wie du das auch an dem letzten Fall nochmal so schön gezeigt hast, eben die Bewertung von Entstehungs- und Progressionsrisikos verschiedener oraler Erkrankungen bei einem Patienten. Und das ist, glaube ich, eben die große Stärke, die wir versucht haben für Sie, leitlinienkonform bezüglich der Befundung, der Diagnose, der Beurteilung von Versorgung und natürlich auch Aktivität oder Inaktivitätsbewertung von Erkrankungen erarbeitet haben. Genau, und es ist so, dass Sie eben über diese Möglichkeit der Berücksichtigung von Entstehungs- und Progressionsrisiken, dabei Individualisierung nicht bloß der Präventionssitzung, sondern schon einen Schritt vorher auch der Diagnostik und der Befunderhebung und der speziellen Anamnese, eben hier wirklich eine Effizienzsteigerung erreichen, nämlich keine überflüssigen, in Anführungszeichen, Untersuchungen nach dem Gießkannenprinzip anwenden, sondern wirklich zielgerichtet diagnostizieren, zielgerichtet präventiv therapieren, um auch das Optimum für Ihren Patienten in der Zeit, die Sie zur Verfügung haben und mit den Materialien, die zur Verfügung stehen, eben zu leisten und darüber auch effektiv im Präventions- oder Therapiefluss zu sein. Und das alles sind Aspekte, die mit dem gemeinsam, was wir letztes Mal auch beleuchtet haben, eben Sie mehr auch in diese Rolle des Gesundheitsmanagers, Mundgesundheitsmanagers bringt und damit eben die Prävention als ja, Therapie, aber eben auch als wirklich eine hochwertige und medizinisch fundierte Maßnahme auch unterstreicht. Und es beschreibt, dass Sie eben mit einer individuell präventiven Betreuung wie durch die konsequente Umsetzung des IPCs eben keine isolierte einzelne Erkrankung präventiv behandeln bzw. betreuen, sondern eben die Komplexität oder die Vielschichtigkeit aller potenziellen oralen Erkrankungen gemeinsam in ein Präventionskonzept, ein individuelles, patientenorientiertes Präventionskonzept verknüpfen. Und das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Punkte. Und wir hoffen, dass wir Ihnen haben zeigen können in der Kürze der Zeit, dass das ein großes Potenzial letztendlich ist für Sie in der Praxis unter Berücksichtigung einer vielschichtigen oder vielseitigen delegierbaren Anwendung zahnärztlicher Maßnahmen, aber auch wieder der Einbindung und Aufwertung der Prävention als eine zahnärztliche Tätigkeit beziehungsweise der Einbindung eben zahnärztlicher Maßnahmen, Befunderhebung, Diagnosen, Therapieentscheidung im Rahmen der Prävention. Und zum Abschluss, bevor wir jetzt zu den Chatfragen kommen, möchten wir Sie noch mal ganz herzlich einladen, sich Ihren Kalender rauszuholen und den 11. Mai ganz groß rot zu markieren, dort die Kinder früher ins Bett schicken, weil das ist der vorerst erstmal letzte Teil dieser Viererreihe, wo wir noch mal richtig dieses Gesamtkonzept für die Praxis noch mal zusammenstellen wollen, noch mal zusammenfassend beleuchten wollen, fallorientiert, wie Sie das jetzt aus diesen einzelnen Webinaren ja auch schon gesehen haben. Und dort werden wir Ihnen noch mal ein Präventionsfeuerwerk hier darbieten. Und da freuen wir uns ganz sehr, wenn Sie dort auch wieder zuschalten, mit dabei sind, wie dieses ganze Thema jetzt auch nochmal abgerundet und für Sie, für die Zahnärztinnen und Zahnärzte oder auch Dentalhygienikerinnen oder Prophylaxeassistentinnen eben wirklich in der Praxis funktioniert und komplexe Patientenfälle eben ermöglicht, in der Präventionssitzung auch entsprechend zu adressieren. Absolut.
Bevor wir die Verabschiedung machen, kommen wir zu den Chatfragen. Gibt es wesentliche Unterschiede zwischen Karies- und Parodontitis-Prävention? Also ganz klar muss man sagen, im Wesentlichen nein. Beides sind chronische Erkrankungen der Mundhöhle, die durch eine Vielzahl gleichgeschalteter Präventionsmaßnahmen adäquat präventiv betreut bzw. auch therapiert werden können. Es gibt hierzu einen sehr, sehr schönen Konsensusbericht von Kariologen und Parodontologen, die das im Wesentlichen herausgearbeitet haben. Der große Unterschied oder das Bedauerliche dabei ist, sie haben eigentlich festgestellt, man muss beides präventiv zusammen betreuen. Die Parodontologen sind aber bei ihrem Begriff der UPT geblieben und die Kariologen haben einfach nur von Prävention, von regelmäßiger Prävention gesprochen. Wir denken, wie gesagt, eine gemeinsame Prävention sollte hier im Wesentlichen durch IPC erfolgen. Ja. Oder kann erfolgen. Kann erfolgen. So, wir haben noch eine Frage, und zwar, wie häufig sollte eine Präventionssitzung bei Implantatpatienten erfolgen? Das spielt oder setzt sich zusammen aus den Sachen, die wir ja zwischendurch so ein bisschen gezeigt haben. Viele implantatbezogene, patientenbezogene Faktoren spielen dort eine Rolle, wo ja primär der Gedanke der Periimplantitis oder Prävention periimplantärer Erkrankungen eine Rolle spielt. Das heißt, Patienten, die ein geringes Entstehungsrisiko für periimplantäre Erkrankungen haben, das sind die insbesondere mit Einzelzahnimplantaten, die stabile Weichgewebeverhältnisse haben, ausreichend keratinisierte Mucosa haben, nicht parodontal vorerkrankt sind und auch entsprechend des Lebensstils eine gute Compliance zeigen, nicht rauchen, die Implantate gut reinigen. Da brauchen Sie die Patienten zweimal, vielleicht auch bloß einmal im Jahr zu sehen, um den Patienten zu unterstützen bei seiner Versorgung. Haben Sie Patienten wie den einen Fall, den wir vor uns hatten, mit multiplen Implantaten, schon periimplantärer Vorerkrankungsgeschichte, parodontaler Vorerkrankungslast, dann sind das Patienten, die Sie natürlich hochfrequent einbestellen müssen, um sie auch zu begleiten und zu unterstützen und dort eben sicherlich alle 3-4 Monate die Präventionssitzung benötigen für diese Patienten. Absolut. Nächste Frage, die wir kriegen, ist, haben prothetisch versorgte Patienten einen besonderen Betreuungsbedarf? Das kann man natürlich nur mit Ja beantworten, und zwar in allen Bereichen. Es betrifft natürlich auf der einen Seite die Beurteilung der Restauration, die regelmäßig erfolgen muss. Es betrifft die Komplexität der Restauration, die sich dann auch in der Motivation, Instruktion, der persönlichen Mundhygiene widerspiegelt, natürlich auch in der Reinigbarkeit, bedeutet auch der gerade auch herausnehmbare Zahnersatz, muss eben unterstützend in der Zahnarztpraxis mit gereinigt werden. An manchen exponierten Stellen ist auch an unterstützende Maßnahmen zu denken. Das heißt, ja, der prothetisch versorgte Patient in seiner Komplexität bedarf einem erhöhten Aufwand, und das spiegelt sich auch in den neuen Klassifikations- und Therapieleitlinien wider, denn während man ja für die Betreuung der Patienten von Stage 1 und 3 bereits Therapiekonzepte letztendlich hat, hat man es eben für die schwere Parodontitis mit vermehrtem Zahnverlust bisher noch nicht. Das wird es im Laufe dieses Jahres geben. Es zeigt aber letztendlich auch da schon die Komplexität und dementsprechend auch in der präventiven Betreuung. Ja, und diese Berücksichtigung der prothetischen Versorgung als elementarer Baustein der IPC-Sitzung ist eben etwas, was auch einzigartig aktuell am IPC-Konzept ist, weil das eben bei den anderen Konzepten keine wesentliche Berücksichtigung findet. Es werden natürlich viele Patienten prothetisch rehabilitiert in der Praxis, aber ein richtiges Nachsorgekonzept gibt es da oftmals leider nicht. Korrekt. Okay. Wir haben noch eine Frage, und zwar, welche aktuellen Befunde sind für die Anpassung des IPC am wichtigsten? Da muss man sagen, wenn wir jetzt über die dynamische Anpassung reden, das heißt wirklich eine situative in der Präventionssitzung zu erfolgende Anpassung, dann spielen ja sicherlich die Mundhygiene-Indizes, die Entzündungsindizes eine ganz wesentliche Rolle, weil das die aktuelle Mitarbeit des Patienten zeigt, seine Mitarbeitsbereitschaft, aber auch Fähigkeit zur persönlichen Biofilmkontrolle, und das bedingt maßgeblich, wie Sie bei dem Patienten auch intervenieren müssen, wie in welchem Ausmaß Sie ihn unterstützen müssen, in welchem Ausmaß Sie ihn motivieren und instruieren können. Und natürlich gehen wir hier auch bei den erweiterten Diagnostika individuell mit, wo wir eine große Bedeutung haben, eben beim Parodontitis
oder parodontal vorerkrankten Patienten, eben dann der ausführliche parodontale Befunderhebung, primär Sondierungstiefe und Sondierungsblutung, was dann dort eben die relevanten aktuellen Befunde sind, die uns Inhalt und Frequenz der Sitzung determinieren. Und eine letzte Frage noch, in welchem Verhältnis steht das IPC-Konzept zu UPT? Ich denke, das haben wir auch initial schon versucht, ein bisschen zu adressieren, dass natürlich die UPT an sich ein integraler Bestandteil des IPC-Konzeptes ist. Man kann das nicht losgelöst betrachten. Die Komplexität des IPCs erfasst aber eben nicht nur die Parodontitis als Kernerkrankung, sondern eben darüber hinaus eine Vielzahl von den Aspekten, die wir Ihnen heute haben präsentieren können. Es bedeutet aber natürlich insbesondere, dass auch der parodontal vorerkrankte Patient, der parodontal nachzusorgende Patient sich selbstverständlich im IPC-Konzept wiederfindet und daher das Ganze im Prinzip inkludiert ist in das IPC-Konzept, aber weit über das normale Maß der UPT letztendlich hinausgeht. Damit haben wir es mit den Fragen geschafft. Lieber Gerd, ich danke dir. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie heute dabei waren. Wir würden uns freuen, wenn Sie am 11. Mai uns wieder zusehen. Wir möchten uns ganz herzlich beim Team von Ömus bedanken, die nicht nur uns zum dritten Mal den Rahmen gegeben haben, Ihnen heute hier im Web-Tutorial zur Verfügung zu stehen, sondern auch vor allen Dingen die unerwarteten technischen Probleme in einer rasanten Geschwindigkeit gelöst haben. Das hat es uns sehr leicht gemacht, natürlich mit unserem Tutorial dann auch in einer kurzen Unterbrechung das Ganze weiter fortzuführen. Ich wünsche Ihnen bereits schon einen schönen Abend, freue mich auf den 11. Mai. Bitte bleiben Sie gesund und genießen Sie den ersten Frühling, der jetzt langsam einkehrt, und sagen schon mal auf Wiedersehen. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Auch von mir ganz herzlichen Dank hier ans gesamte Team und von unserer Seite. Ich denke, es hat uns außerordentlich viel Spaß gemacht, heute wieder mit Ihnen zusammen hier durch das IPC-Konzept durchzugehen und hier eben für Sie sicherlich praxisrelevante, sehr klare mundgesundheitsbezogene Aspekte ranzugehen. Wir danken auch nochmal W&H für die Unterstützung, hier auch mit uns dieses IPC-Konzept gemeinsam hier erarbeitet zu haben und weiter aufzubauen, weiter auszubauen. Das macht uns viel Spaß. Und natürlich an Sie alle vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns am 11. Mai wieder. Bleiben Sie bis dahin schön gesund und genießen Sie den ersten Frühling. Dankeschön.